Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannten Folge The Front. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben jetzt unsere Eisenwaffen, ne? Eisenwerkzeuge, alles passt. Wir müssen dann das Ding hier, und zwar müssen wir F gedrückt halten. Ölrückgewinnung, kann man das hier? Zack. Und dann können wir, kann ich den nicht drehen? Echt jetzt? Bohrt der jetzt da rum? Sound haben wir keinen. Manuelle Bergbaumaschine. Aber du hast wieder keine Ahnung, was du machen musst, ne? Ja? Oder sind wir hier jetzt am Rumdüdeln? Er macht da irgendwas. Deswegen sollte das vielleicht dann doch lieber ein NPC machen, den wir einsammeln können, ja? Wenn der da die ganze Zeit rumbastelt. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum der Öl rückgewinnen soll oder so. Zeig mal, ist da was drin? Jetzt haben wir Ton und Sand. Okay, nice. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Bergbau... Warte, ich muss ja immer drücken. Komisch. So. Dann könnte ich den eigentlich zwischen den Folgen mal so ein bisschen da stehen lassen und hier rumwuseln, ne? Warten wir mal kurz und lesen den ersten Kommentar. Der kommt nämlich vom Knochentrocken-TV. Du brauchst einen NPC, die kann man sich holen, aber wie bin ich gerade am Versuchen? Da gibt es ein oder zwei Items, die wohl als Halsbänder, die wohl die Halsbänder schrotten. Von den Typen aber, ich weiß noch nicht wie, habe zwar die Items dafür, aber wie man sie einsetzt, keinen Plan. Wer weiß, ob das buggy ist. Ich habe noch nicht mal die Items, keine Ahnung, wo du die herbekommen hast, ne, aber was soll's. So, stehen wir mal auf, was ist hier drin jetzt, was haben wir hier? Anorganisches Salz, ein Stein, also da kommt nicht viel raus. Sollte man das Ding vielleicht da hinsetzen, wo man es auch gebrauchen kann, ne. Gehen wir mal runter, holen uns noch ein paar Fische, damit wir endlich mal den Grillfisch da fertig kriegen. Den würde ich gerne mal fertig kriegen. Und dann können wir heute einfach ein bisschen erkunden wieder, um zu schauen, was da so los ist, ja. Ich würde vielleicht gerne mal hinten an den Leuchtturm gehen oder da oben das Fragezeichen durchsuchen und gucken, was da ist. Mehr wie sterben können wir ja nicht. Wir haben ja 217 Leben mittlerweile, das geht schon. So, wir brauchen zwei Fische. Bei 4x2 sind das 8. Dankeschön. Also da haben wir 3. Den Rest lasse ich mal da drin, der interessiert mich nicht. So. Und so, jetzt haben wir 16 Fische. Das sollte reichen. Sehr gut. Gehen wir die gerade brutzeln. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Öl müssen wir auch noch sammeln. Da habe ich keine Ahnung, wo. Vielleicht müssen wir da wirklich mit dem Ding rumbohren und kriegen dann ein bisschen Öl. Ich hoffe es. Ich hoffe es. App. So. Ach ja, hier war ja noch die... die verunglückte Treppe. Grillfisch, Maximum ausführen. Ja, ich weiß, wir müssen erstmal anmachen. Wäre clever, wenn er das Feuer von alleine anmachen würde, wenn ich da sage, er soll Fisch brutzeln. Aber ob er so schlau ist, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Naja, gucken wir mal. So, 4 Stück, die kannst du mir geben. Dankeschön, jetzt sind sogar schon 5. Das ganze Zeug hier und wissen nicht, wohin damit. Wir essen jetzt einfach 4 Stück, auch wenn es viel zu viel ist. Aber dann haben wir die Quest fertig. So. Das kommt mal bitte alles da rein. Das will ich jetzt nicht mitnehmen. Da ist ein Verband. Okay. Weizen, Treppe, alles rein da. Grillfleisch kann hier bleiben, Verband auch. Weil der gleich wieder vergammelt ist. Die Fahne kann da rein. Die 3 Steinböden können da rein. So. Wieder eine wunderbare Kiste. Bis oben hin voll Müll. So muss das sein. So muss das sein. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Es gibt so viel zu erkunden. Wir gehen jetzt erstmal hier hin zum Fragezeichen. Das wäre dann einfach so da auf die andere Straßenseite. Gucken wir mal, was da ist. Das ist in der Nähe von uns. Dann können wir auch, wenn es dunkel wird, wieder bei uns hier sein. Und müssen nicht irgendwo draußen rumlaufen. Vielleicht gibt es da ja schon irgendwas zu erkennen. Viele Kommentare hat der liebe Yogi wieder geschrieben. Du schreibst folgendes. Und zwar, da unten ist ein langer Kommentar. Ich als treuer Anhänger immer einen Daumen für dich. Und wo sind die Daumen von den anderen Zuschauern? An ihren Fingern, an ihren Händen? Muss ja jeder selbst entscheiden, ob er einen Daumen hoch da lässt oder nicht, ne? Dann schreibst du noch, ja, du musst halt Cowboy werden, fangen mit dem Lasso, Mikro ja, aber im Headset so bei mir. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Zack, zack, sehr gut. Und dann sind wir schon, oh, da unten sind die Kommentare schon Ende. Das heißt, hier sind nicht so viele,
Aber der Yogi, der ist fleißig, der hat ganz viele Kommentare. Da kommen noch einige von dir, die lesen wir gleich vor, ja? Da ist Eisen, das nehmen wir direkt mit. Wir brauchen bestimmt auch noch Eisen zum Reparieren. So, sehr gut. Spike-Falle herstellen, okay. Können wir das denn schon? Auswurffalle, Spike-Falle. Guck, die braucht 4 Eisen. Das heißt, wir könnten durchaus... mach den Käse weg hier. So. Durchaus auch da einfach noch ein bisschen Eisen sammeln, ja? Weil wir es eh brauchen. Eine Mine, aber guck mal, da sind sie alle am Arbeiten. Und da wird bewacht, ne? Das ist ja cool. Leidender mit Spitzhacke. Okay. Also die Leidenden kann ich bestimmt irgendwie befreien. Voll cool. Wie blendet man hier das UI aus? Hm, interessant. Interessant. Das ist eine Mine. Hätten wir ja auch hier unsere Base drin bauen können, ne? Wenn wir das einfach da zumachen und die hier ausrotten. Hallo Hasi. Ich weiß jetzt nicht, haben die, der ultimative Bösewicht 600 Leben, ja genau. Das ist halt nicht nur einer, das sind mehrere. Und ich weiß nicht, ob die Schusswaffen haben. Das ist die Frage. Hm, okay, ich glaube, ich lasse die erstmal in Ruhe. Wenn da nicht schon einer kommt. Ha! Ey. Dankeschön. Reste durchsuchen, das hört sich an. Talentbuch, sehr gut. Pilze, mhm. Ah, die hauen ganz schön rein, kann das sein? Du musst ihnen Schaden machen, du. Uiuiui. Uiuiui, aber wo kam die Olle jetzt her? Hat die uns gesehen von hier? Wir haben Wachturm da, ne? Jo. 600. Wir sind natürlich auf der anderen Straßenseite, weißt du, das ist auch clever. Ich glaube, da hinten irgendwo ist unser Haus. Hätte ich das gewusst... Hallo du! Oh, es wird dunkel. Aber wir lassen die mal in Ruhe. Gehen wir woanders Eisen suchen. Ich würde gerne mal die Zombies hier treffen. Die Zombies. Ah. Zu Besuch in der Eisenmine der Bösewichte. So könnte man es auch nennen. Da gucken wir. 3 Meter daneben haben wir unser Holzhäuschen. Ja, 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 so ist das. So, gib her. Hier noch ein bisschen mehr mitnehmen. Dankeschön. 20 Holz. 20 Holz. So, das hier. Und das hier. Jawohl. Ach, wir haben keine Ausdauer mehr. Mhm. Aber wieso das denn? Ruf da. Zack. So, wie viel ist denn noch hier drin? So. Dann hätte ich gerne... ja, warum ist hier nichts? Wegen Pfaff. Schmeiß mich weg. Eisenbahn, Maximum 5 Stück. 2 sind drin, das heißt, wir hätten 7. Wir brauchen natürlich 8, ne? Sollten wir vielleicht auch aktivieren. Bitteschön. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Eisen raus. Wer weiß. Bevor wir hier jetzt zu Hause rumstehen und nichts tun, können wir uns hier dran stellen. Und ein bisschen Bergbau. Ein bisschen Bergbau betreiben, ja? So, wo ist der nächste Kommentar vom Yogi? Da, du schreibst, meine Frage, deine Livestreams, sind die auch auf YouTube? Ja, die sind auch auf YouTube. Die kannst du alle nachgucken, Yogi. Du musst gucken, wenn du auf der Startseite bist, dann hast du ja ganz oben eine Leiste. Da steht, was steht da? Da steht, ich glaube, Startseite oder so. Da steht Videos, da steht Shorts, da steht Live, da steht Podcasts. Und wenn du auf Live drückst, siehst du alle Livestreams. Die sind alle dauerhaft verfügbar. Kannst du alle nachgucken, wie du willst. Selbst die Livestreams von vor 4 Jahren. Wobei die dich eigentlich nicht interessieren dürften, weil das ist dann noch Fortnite und so ein Zeug, ne? Dann schreibst du noch weiter. Nein, Edel, das liegt daran, dass das neu gebaut wurde und die Farbe ändert sich, wenn das die Stabilität bekommt. Das dauert halt. Aber das war ja die ganze Zeit rot. Wir mussten das reparieren, warum auch immer.
Vielleicht war das extra für die Missionsverfolgung hier. Wer weiß. Dann schreibst du noch, ja, das mit dem Todsein ist auch bei Tieren das Problem. Ein anhänglicher Fuchs macht dich platt. Echt? Cool. Also einen Fuchs haben wir ja noch nicht gefunden. Dann zeig mal, was haben wir jetzt hier drin? Haha, genau den einen, den wir brauchen. Wir haben noch Glück. So, also da kommt nicht viel raus, aber wenn du jetzt dauerhaft, keine Ahnung, 10 Stück von den Dingern hast und dauerhaft 10 Leute da bohren, dann kriegst du schon einiges raus. Würde ich mal behaupten. Rein da, den auch noch ausführen. So, und dann haben wir unsere 8. Sehr gut. Perfekt. Dann können wir das auch wieder stoppen hier. Jo. So, 8 Barren. Falle hier, was brauchen wir noch? 160 Holz und 80 Steine. Okay. Ist hier was drin? 2 Talentbücher sind hier drin. Da sind ein paar Steine drin. Jawohl. Dann haben wir die fast zusammen. Holz, nicht wirklich. Müssen wir noch was hacken gehen. Was kann brennen? Und Steine müssen wir auch noch sammeln. Ein paar dann. Aber ja, lass uns doch erstmal noch ein paar Bäume holen hier, würde ich sagen. Aber hier scheint echt alles voll mit NPCs zu sein. Ne? Überall am Hafen, in der Mine und was weiß ich. 160 Holz brauchen wir, ey. Das ist schon eine Menge. Zumindest für uns für den Anfang hier, wenn wir kein Fahrzeug haben. Jetzt würde ich halt auch gerne mal gucken, was für ein Fahrzeug es hier gibt. Weg damit. So, ich will zumindest hier die Mission komplett durchhaben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. 114, was haben wir gesagt? 160 brauchen wir, ne? Kurz Ausdauer. Sehr gut. Da unten muss ich mal auf mehr Anzeigen drücken. So, weil der letzte Kommentar vom Oleg, der ist etwas länger und ausführlicher. Den können wir gleich lesen. Wenn es hell wird, dann fühle ich mich sicherer. Und wir müssen eben noch ein bisschen sammeln hier. Ah. Hammer 172, jawohl. Jetzt machen wir hiermit noch irgendwie irgendwo einen Stein da weg. Weil wir brauchen da noch ein bisschen. Was ist da ein Fuchs? Das ist was Braunes. Ne, ist Weizen, glaube ich. Ja. Dankeschön. La 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 la. Alles her damit. So, wo haben wir denn hier einen Stein, den wir einsammeln können? Vielleicht stehe ich wieder in der Mine bei denen. Das will ich eigentlich nicht. Aber hier sind halt keine Steine, die wir sammeln können, ne? Letzte Problem. Oh. Ist wieder bei uns. Unten am Strand, aber den kriegen wir nicht, ne? Ist wieder 37 oder so. Wir sind gerade mal 15. Aber hey, wenn wir gleich 16 sind, dann könnten wir schon Fahrzeuge bauen. Dann können wir jetzt gleich auch mal gucken. So, setzen wir uns einfach in das Ding nochmal und sammeln ein bisschen Öl. Gucken, ob wir das da rauskriegen. Interessant, dass er da rumbohrt. So, aber da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht hier an Animationen. Also, vielleicht dass er ein bisschen mehr, ne, du hörst Sounds, der Arm bewegt sich und nicht nur, er wackelt da ein bisschen und er macht mal da den Knopf rauf und runter, das war's. Er ist ein bisschen wenig, ne. Aber vielleicht kommt das noch, das ist ja hier Early Access gefühlt. So, Oleg schreibt, bin erst bei Minute 13:46 und falls es nicht bereits rausgefunden wurde, muss man F gedrückt halten, damit hat man dann mehr Optionen. Die deutsche Übersetzung ist nicht die beste und daher können einige Infos verloren gehen. Danke dafür, genau deswegen wusste ich das gerade am Anfang. Ne? Es sind auch keine Sekunden, sondern jede Stunde, warum auch immer in Deutsch es als Sekunde dargestellt wird, ist auch bei den Fahrzeugen so, musst F gedrückt halten für mehr Optionen. Frage mich auch, wieso die Entwickler auf UE4 gesetzt haben und nicht 5.
Da ein UE5-Engine-Man es doch meinem Verständnis nach einfacher hat, ein Spiel zu machen, beziehungsweise allein schon Umgebungen zu schaffen und technisch auch deutlich besser ist und so weiter. Dazu kann ich null sagen, weil ich bin eine absolute Null im Programmieren und von Unreal Engine 4, 5 Vorteile, Nachteile, Unterschiede habe ich absolut keine Ahnung. Deswegen werde ich dazu nichts sagen, ja, weil ich möchte keinen Unfug oder Halbwissen verbreiten. Ja. Also da müsste man wirklich mal Leute fragen, die sich damit auskennen, was da die Unterschiede sind und was besser ist. Bezüglich Fische, nein, es wird mehr, aber braucht halt auch Zeit. Nach mehreren Stunden könnten da schon mal eine Summe von ca. 50 bis 100 sein pro Korb. Bei mir habe ich aktuell ca. 300 Fleisch und Fisch fertig rumliegen und wird von Zeit zu Zeit schlecht, aber gibt ja auch Kühlschränke. Daher muss man sich ein bisschen gedulden. Es gibt Kühlschränke? Okay, wir brauchen einen Kühlschrank, aber der braucht wahrscheinlich wieder... Strom, ne? Garantiert. Wow, ein Stein. Zwei Öl. Aha. Na super. Aber ich habe doch jetzt Öl gesammelt. Ich hab's doch jetzt hier drin. Warum zählt das nicht da oben? Bei Öl sammeln. Na, kann eine Filtermaschine zu Benzin und Hochpolymer verarbeitet werden. Okay, interessant. Das dauert mir aber zu lang hier. Wir müssen... Ja. Ich weiß. Ja. So. Essen, trinken, wir brauchen Steine. Wir gehen Steine sammeln. Keine Lust da 20 Minuten zu warten und es passiert nichts. Außerdem ist das toller Content, wenn ich irgendeinen Blödsinn sabbel und da wird gebohrt, ne? Hier gerade die Steine so holen. Wir haben ja wie viel? 58, brauchen 80. Das heißt noch 22 mindestens. Nehmen wir das alles mit, kommt ja auch hier raus. Das mal direkt weiter hier. Sehr gut. Sand und Stein, so muss das sein. Fertig. Das war schon viel zu viel. Siehst du mal. Nehmen wir den auch noch mit. Wenn es weiter nichts ist. So. Sie kommen uns zu holen. Oder den Bobbes zu versohlen, ne? Was? Die steht wieder da. Ist immer dieselbe, ne? So, wenn ich jetzt hingehe, wieder 37, wetten wir? Ne, 30. Also ist eine, die etwas weniger ist. Dann können wir jetzt hier Falle, 2 Stück. Dankeschön. So. Gucken wir mal. 2 Spike-Fallen herstellen. Ach, nur eine muss ich herstellen, okay. Dann stellen wir nur eine her. Ich das nicht abbrechen. Gut, wir stellen 2 her. Was soll's? Wo soll ich die Spike-Fallen hinstellen? So. Dankeschön. Das ist ja hier alles kreuz und quer, ne? Konvertierungstyp. Okay, das muss hier drin stehen, oder was? Oder kann ich die nur auf Dingens hier setzen? Dein Ernst jetzt? Die müssen hier drauf stehen. Dann muss ich ja erst irgendwie, warte. Wir hatten doch noch die 2 Steinfundamente. Können wir die nehmen? Steinboden. Steinfundament. So, zack. Zack. Dann können wir die irgendwo hier hinsetzen. Wo wir die draufsetzen. Also kann ich die Fallen nicht so auf den Boden setzen. Junge, sind die groß. Und hier außen kann ich auch nichts bauen, oder? Warum kann ich den jetzt auf einmal hier bauen, wenn ich fragen darf? Okay. 1, 2. Und da kommen jetzt meine Stachelfallen drauf. Juhu! Winterfutter klein herstellen. Mir passiert nichts. Sieht schon lustig aus, ne? Sieht schon lustig aus. Verteidigung von Monsterbelagerung. Winterfutter klein herstellen. Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Ein bisschen gucken gehen, würde ich sagen. So, Pfeile haben wir überhaupt keinen. Pfeil ist hier. Wie viel können wir herstellen? 21. Mach mal. Wir gehen jetzt hinten zum, zum Leuchtturm, wo ich hin wollte. Da gehen wir jetzt mal hin. Dann schauen wir mal, was das gibt. Gegessen haben wir. Wir brauchen was zu trinken. Ich will nicht da runterhüpfen.
226 und wir können hier nochmal gucken. Technologie. Was haben wir denn da? Ein Schmiedetisch ist alles 16, 16, 16, 16. Schießpulver könnte ich schon machen. Ist aber sehr schnell hier. Waffen. Das haben wir alles. Scroll mal was nach vorne hier. Doppelläufige Schrotflinte. Okay. Peregrin. Ja, wenn es weiter nichts ist. Tiss. Doppelte Jagdpistole. Alter, was es hier nicht alles gibt. Repetiergewehr. Gebäude. Aber man kommt relativ schnell an Schusswaffen. Das finde ich schon mal gut. Hier haben wir alles, aber ich glaube, die werden wir heute noch nicht hinkriegen. Weil dazu brauchen wir erstmal ganz anderen Chemietisch und so, ne? Und ich will hier ein bisschen... Was ist Lederzeugs? Okay. Ich will halt erstmal ein bisschen erkunden heute. Bevor wir irgendwie... Irgendwo noch was bauen, gucken, machen, tuten, täten, ne? Also, es ist schon wichtig, dass wir eine große, flache Ebene kriegen. So wie da unten zum Beispiel. Wo wir jetzt nicht hin sind, ne? Ja. Die Tische kannst du auch nicht mitnehmen, glaube ich. Also die kann man nicht aufheben. Oder kann man die aufheben, wie bei Seven Days mit dem Gebietsschutzblock. Geht das? Ich habe keine Ahnung. So, einmal hier durch. Irgendwas. Hier wäre es eigentlich auch schön gewesen, ne? Das ist auch relativ gerade und du bist hier geschützt, weil hier alles zu ist. Ach, wer ist denn da wieder? Du bist ja schon wieder da. Schurke mit Axt. Aua! Guck. Sag mal! Wie haut der bitte rein? Geht's noch? 3 Talentbücher, So, 35 Leben, yay. Kann ich den hier benutzen? Mit C, mach mal. Dankeschön. Mach mal. Lieber Bogen. Da noch einer. Aber jetzt wissen wir schon mal, die spawnen nach. Jetzt müssen wir aufpassen, der nächste, der uns trifft und wir sind tot, ne? Da ist keiner. Eisen. Das nehme ich gerne. Schweifen wir in die Ferne. Junge, das ist aber weit weg. Da ist noch ein Haus. Dann gucken wir erstmal da. Wir können uns ja auch mal sterben lassen, um zu gucken, was dann passiert. So. Weil den nächsten, den müssen wir echt auf Distanz halten. Können wir den Verband schon herstellen? Selber? Verband. Seile und Klebeband. Natürlich. Aus Seilen und Klebeband machen wir. Klebeband kann ich eh nicht hier herstellen. Und daher kannst du das vergessen. Was steht da hinten? Nix. So. Komm mal her. Was noch was, ne? Da ist wieder Eisen. Sehe ich da hinten was? Da ist nur so die Mauer. Da, 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 da. Da ist ein Auto. Häuschen. Könnte man auch hier auf der Straße einfach was bauen, ne? Kaputtes Fahrzeug. Aha, kann ich das irgendwie leer machen? 165 Steine, natürlich, klar. Okay. Kann man also mit der Spitzhacke kaputt machen. Was kriegen wir da aus? Mechanische Teile, Eisenbahnen, Benzin. Interessant. Mit dem Krach haben wir jetzt auch überhaupt niemanden aufgescheucht hier. Gucken, wo die sind. Das sieht auch schnuckelig aus, das Häuschen. Ich sehe da niemanden. Och, da hinten läuft er. Ja, komm mal her. Unser Leben ist fast wieder voll. Das ist gut. Wer ist das denn? Schurke. Level 20 mit 500 Leben. Komm aus dem Busch raus.
Aha, habe ich ihn getroffen? Nö. Junge! Wo bist du? Ja. Sonderlich viel Schaden machen die aber nicht. Was haben die bitte für eine Wegfindung, ey? Na? Ah Gott, ey. So, Talentbuch. Damit kann man doch bestimmt auch irgendwas machen. Wir müssen jetzt immer runter an den Strand. Wir müssen was trinken. Und ich weiß nicht, ob das hier der einzigste ist. Oder ob da noch einer irgendwo rumhockt. Wenn da noch einer rumhockt, sind wir eh tot. Was ist da? Würze. Bananen. Mhm. Interessant. Das sieht wieder dasselbe aus, ne? Nur ein bisschen neuer. Schräge Treppe aus Stein, Steinboden. Lustig, dass du hier immer Steinteile findest. So, da gibt's Eisen. Level 16. Das ist sehr gut. Dann können wir mal gucken. Ja, aber unsere Stadtverteidigung stärken. Was für eine Stadt. Was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt, ey. Wir müssen jetzt hier runter, wir müssen was trinken. Sonst sind wir gleich verdurstet. Gutes, leckeres Meerwasser. Lassen wir uns schmecken. Also, halten wir mal fest, wir brauchen bessere Pfeile. Die machen ja mal gar nichts, ne? Das ist ja... schlechter Witz. Palm, kommen hier Kokosnüsse runter oder so? Das wäre mal cool. Oder sind die nur Deko? Was ist mir noch zu... Der ist ganz schön weit weg, ne? Der ist ganz schön weit weg. Muss ich mal sagen. So, bitte Wasser trinken. Sollte man niemals machen, ne? Nur in Computerspielen, bitte nicht in echt. So. Aber das will auch keiner freiwillig trinken. Wer trinkt bitte freiwillig Salzwasser? Bleh. Technologie. Schmiedetisch haben wir hier. Ja, will ich. So, aha, jetzt brauchen wir schon Dingens, dass wir uns entscheiden müssen, oder was? Waffen. Was haben wir hier? 17, 17, 17, 17, 23. Holzgranate. Es gibt Holzgranaten. Was? So, Gebäude. Was haben wir hier? Holztisch und Stühle für Deko. Aha, das kostet hier die Scherben minus, ne? Sehe ich gerade. Fahrzeug war 16, ganz vorne. Was haben wir da? Mechanische Teile, wow. Fahrzeugfabrik. Die Fahrzeugfabrik kann Fahrzeuge sowie verschiedene Fahrzeugteile, Zubehör und Waffen herstellen. Okay, ja. Was haben wir dann hier? Ätherscherben entsperrt, 7 von 15. Ah, guck, wir müssen durch die Gegend laufen und Ätherscherben sammeln, damit wir das alles hier freischalten können. Du kannst das nicht einfach so freischalten. Versorgung, was haben wir hier? Medizinisch, Tisch, haben wir alles, passt. Müssen wir auch noch machen. Technologie, unsichtbare Pfeile, Falle. Die kostet... Aha, guck, wir brauchen noch mehr Ätherscherben. Ja, dann war es das erstmal. Gut. Was sagt uns das? Wir müssen erkunden und sammeln und machen und tun, ne? Das wird wohl länger, als ich gedacht habe. Das wird länger, als ich gedacht habe. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Und jede Menge Zeugs bauen. Die anderen Tische noch. Und dann müssen wir gucken, wie wir da noch anbauen. Auf jeden Fall. Wir wollten ja noch die zweite Etage machen. Da können wir auch direkt das ganze Holz hier mitnehmen, wenn wir eh hier sind. So. Das wird schon. Das wird schon. Da, 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 da. Wie viel Holz
Holz haben wir. 143, das ist nicht viel. So. Ich frag mich nur, wo wir hier eine vernünftige Base bauen könnten, ey. Wenn du so viel Platz brauchst. Da, 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 da. So. Schicke Kerben. Da oben ist noch überall Eisen, das können wir auch mitnehmen. Harz. Und falls jemand weiß, wie man die Kollegen von gerade, ihr habt es ja gesehen, wenn sie sehr stark verletzt sind, kann man sie auch irgendwie, ne? Ja, wie soll ich sagen, bekehren, dass sie für einen arbeiten, ne? Aber wie macht man das? Wenn du es weißt, hau es in die Kommentare. Weil so einen hätte ich schon gern. Dann könnte der die ganze Zeit Erze holen. Dann müssen wir sich um die Erze nicht mehr kümmern. Dann kann man so ein zweites Ding da hinsetzen. Dann macht eins Öl, eins Erze. Und gut ist für den Anfang. So, 278 Holz. Aha. Da ist noch was. Eisen. Eisen. 60. So, Talent. Kann man hier. Hier kann man bestimmt die Bücher, ne? Guck mal hier. Holzfäller. Rollen Level 6, Talentbuch 6. Dafür sind die also. Was? Suchmenge erhöht. Gut im Entdecken. Kampf. Was haben wir hier? Verringert den Verbrauch von Speerhaltbarkeit um 5%. Hört sich interessant an. Und Antrieb, da stay tuned. Machen wir erstmal überleben. So. Erhöhen Sie Holzmenge aus dem Holzeinschlag, erhöhen Sie Holzeinschlag über eine Holzmenge, erhöhen Sie Holzmenge, 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 alles Holzmenge, mach mal ja. Okay. Also, das wäre dann hier Erhöhung bei der Pflanzensammlung. Erhöhen Sie die Sammelgeschwindigkeit des Baumschnitts. Das bringt ja schon mal was. So, das heißt, jetzt müssten wir hier mehr rauskriegen, ne? Jo, definitiv. Definitiv. Also, dann müssen wir hier rumlaufen. Die Butzeln hier, ne, immer abgrabbeln für die kleinen Leute. Für die Talentbücher. Oder aber wir legen uns mit denen in der Mine an. Aber ich fürchte, da kommen mehr als einer. Und dann haben wir wieder mit Zitronen gehandelt, du. Jetzt werden wir nicht schaffen. Heute echt mal ein bisschen, was heißt ein bisschen? Heute echt ruhig und gemütlich. So. Alles grabbeln, alles grabbeln. Da, 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 da. Du bist natürlich ewig unterwegs hier. Ewig! Bis du mal wieder zu Hause bist, weil du halt zu Fuß bist. Ja, das ist. Ja. It is what it is. Wir können dies nicht ändern, ne? Kann ich eigentlich hier bei mir Basis, können wir hier Basteltisch, kleines Getreidefeld könnten wir machen. Mach mal eins. Will ich auch gucken. Können wir da was anbauen? Aber ich wollte ja eigentlich Gebäude, Holzwand. Nee, ich hätte gerne noch was Holzfundament hier. So, wie viel können wir machen? 38, dann mach mal 15. 15. Dann machen wir es halt so, wenn du nicht willst. Bitteschön. Dann können wir in Ruhe nach Hause laufen und die gleich noch setzen. Vielleicht ist ja hinten der Fuzzi wieder gespawnt. Wer weiß, dann können wir da wieder ein Buch rausholen. Aber keine Ahnung, wann die spawnen, ey, wie die spawnen. Auf jeden Fall hüpft er ja da rum. Vielleicht ist er ja schon wieder neu da. Das wäre sehr gut. Natürlich nicht. Gucken, was wir für eine Respawn-Zeit haben. Bin ich mal gespannt. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich mal ein bisschen was erkundet. Haben uns den besten Platz ausgesucht für uns. Direkt neben
Typen der Mine da. Und den ganzen Banditen. Ich nenne die jetzt einfach Banditen. Fertig. Keine Ahnung, wie ich sie sonst nennen soll. Also unser Haus. Sehr gut. Sieht schön aus da auf der Klippe. Fällt auch überhaupt nicht auf, ne? Eieieiei. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier erweitern können. So. Es wäre halt schon schön, wenn man ähnlich wie bei Conan Exiles Fundament über Fundament setzen könnte. So, dass du eine glatte Ebene kriegst. Weil hier irgendwie, er sagt mir ja direkt, nee, das geht nicht, ne? Finde ich ein bisschen schade. Und wir könnten jetzt mal gucken, dass wir irgendwie den Schlafsack da außen an der Seite wegkriegen. Der stört mich auch so ein bisschen. So. Sehr schön. Unsere moderne Kunst hier. Unsere moderne Kunst, du. Der hier. Zerstören. Weg damit. Jawohl. So, 15 Stück hiervon. Nein, mach mal den hier. Was ist das? 4, ne? Guck mal, könnte ich jetzt hier anbauen. Aber dann müsste ich die Wand wieder wegmachen, ne? Hier hinten geht's auch. Kann ich hier nach vorne was bauen? Hier geht's nicht, lustigerweise. Also sobald du auch nur einen Millimeter in der Luft hängst, keine Chance, will er nicht mehr bauen. Hier könnte ich jetzt bauen. Guck, hier ist nämlich dasselbe. Also hier könnte man nicht weitermachen, siehst du, weil du in der Luft hängst. Hier würde es gehen, da würde es gehen, da würde es gehen. Hier auch noch. Hallo. Ich will doch nur hier weitermachen. Dahin, dahin. Da hängst du wieder in der Luft. Also da kannst du die lustigsten Sachen bauen, ja? Das Gebäude hängt in der Luft, kann nicht platziert werden. Ja, ist das, was ich meinte, ne? Gucken, hier kannst du es jetzt auch nicht. Das Gebäude hängt in der Luft. Stimmt doch gar nicht. So, wir testen das jetzt einfach mal. Hier geht's, da geht's, dort geht's. Dort geht's. Das Gebäude hängt in der Luft. Okay. Schade. Guck, hier würde es auch schon wieder nicht mehr gehen. Das ist echt ärgerlich, ne? Also da müssten sie noch ein bisschen was dran machen, würde ich sagen. Da müssten sie noch ein bisschen was dran machen, weil sonst kannst du nur so moderne Kunst da bauen. Dann kannst du nichts vernünftig bauen. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd dafür. Wer weiß. Könnte ja auch sein, ne? Könnte ja auch sein. Aber ich will halt nicht sowas hier bauen, ne? Dass du dich wirklich an die, an den Rand der Steine und so hältst. Ich hätte das schon gerne gerade gebaut, aber ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Auf jeden Fall sind wir schon wieder ein bisschen schlauer. Wir wissen, da hinten sind zwei Häuser, da rennt immer ein Einzelner rum. Von dem kriegen wir die Bücher zum Leveln. Die können wir irgendwie bezirzen, dass sie zu uns kommen. Da vorne ist eine Mine voller lauter Feinde. Hier sieht es alles aus wie Sau. Wir müssen noch ein paar Tische bauen. Aber ich will jetzt erstmal versuchen, ein vernünftiges Haus hinzukriegen. Das finde ich viel, viel interessanter. Dazu müsste man echt mal hier eine gerade Ebene finden. Zum Beispiel da unten, ne? Das wäre doch was, oder? Ja. Ansonsten sind wir auch wieder ein bisschen schlauer. Wir wissen jetzt, wie wir Öl kriegen, wie wir da Erze kriegen und so weiter. Und haben auch wieder ein bisschen geskillt. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, können wir dann auch sogar schon eine Schusswaffe bauen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.